Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Terraria mit dem Chaoten-Duo. Ja, Das trifft's eigentlich ziemlich gut. Ich muss diese Bezeichnung unbedingt merken. Oh mein Gott, die Tür ist offen. Und ich komme nicht mit meinem Enterhaken ran. Verdammt! Ich bin doch kein Pfadfinder, Zeuge Jehovas oder Vertreter. Warum lässt du mich nicht rein? Und denk dran, diese Dämonensensen habe ich dir nur zur Aufbewahrung gegeben. Aha. Alter, zwei Mana-Sterne. Ja, Mana-Sterne, die das Mana auffüllen. Achso, aber die waren blau. Ja, aber, ja, okay, nicht. Stimmt schon. So, ich werde mir jetzt erstmal eine Rüstung craften. Wie erhöht man eigentlich seinen maximalen Mana-Vorrat? Na, mit diesen Mana-Sternen. Also doch. Aber sehen ja, gleich aus irgendwie? Ich hab doch nicht. Nein. Also die ich gerade aufgesammelt hatte, das waren bloß die meinen Mana aufgefüllt haben. Okay. Wie diese kleinen roten Herzen. Ich verstehe. Also, auf in die Unterwelt? Ich mach mir noch schnell eine Rüstung. Du, das würde ich eigentlich auch ganz gerne machen. Okay, dann geh ich mal am Haus und mach zwei Rüstungen. Was für Material? Gold? Oder Dämonie? Silber. Nee, Gold geht ja gar nicht. Silber. Sind die überhaupt nett? Ist es überhaupt nicht so nett? Wo hier? Hab ich nichts genommen. Ach so. Na denn. So, eins. Ein Brustpanzer, zwei Brustpanzer. Dann mal zwei Stiefel. Boah, jetzt bin ich echt am Überlegen. Das kann dauern. Mein Hut macht plus 15% erhöhten magischen Schaden. Aber wichtig. Das ist eigentlich echt, also da würde ich nicht drauf verzichten. Willst du deinen Helm behalten? Deinen Leuchthelm? Kann ich den mit dem Silberhelm irgendwie kombinieren in unserer Tüftlerwerkstatt? Leider nicht. Und eine Lösung hätte es gegeben, hätte der Sozialslot noch funktioniert, aber der geht ja leider nicht mehr. Ach, Manno. Nein, ich denke, ich behalte den Helm. Wie viel Schutz hätte denn der Silberhelm? 3 Abwehr. Ja, das ist ja gerade mal das Dreifache von meinem jetzigen Helm, das geht ja. Ja, und ich bemerke gerade, dass der Silberhelm von mir Fail war. Was war ein Fail von dir? Den Silberhelm herzustellen, weil den brauche ich ja gar nicht, weil mein Zauberhut hat 2 Abwehr. Ja, okay, dann lohnt's echt nicht. Also, aber Silber, Brustplatte und so weiter wäre echt schön, wenn ich welche hätte. Oh, du hast ein Mannequin gebaut. So, damit der Helm nicht im Sumpf da. Haha. Ey, warte. Wie tue ich den jetzt wieder da drauf? Einfach wegwerfen? Einfach mit linken. Na gut. Ach so, sag das doch. Ich hätte doch einen Silberhelm. Warum habe ich jetzt einen Silberhelm? Hast du einen Silberhelm? Ja. Ups, dann haben wir wohl gerade außerdem dupliziert. Ja, irgendwie. Silberbrustplatte ist hier, okay. Ich sehe mein Inventarquilt schon wieder über. Kannst du nochmal kurz Sortierer machen? Ja. Danke. Die Topase, das bin ich selber. Matschblock, wo sind die? Lagern wir die überhaupt? Ja. Okay. Golderz, das schmelzt mir später. Schnapp dir mal den Stern da oben. Okay. Ein Dorntrank, was auch immer der bringt. Was ich mir damit das ist halt eben, wenn dich ein Feind angreift, also schlägt, dann kriegt er den Schaden, den er dir mitunter zufügt. Also ist Ausrüstung ja ganz cool, aber ein Trank, naja. Tja. Den gebe ich dir. Und wie viele verzauberte Bumerangs habe ich eigentlich, Mensch? Keine Ahnung. Und einen glühenden Pilz brauche ich eh nicht. Und Sternschnuppen, da kannst du dir ja die Mana-Sterne rauscraften. Die brauchst du dringend, weiß ich. Oh, Leuchtwurzeln brauchst du auch drin. Da kann ich sogar direkt einen machen, perfekt. Schön, ne? Ich muss jetzt mal gucken. So. Und renn ich weg. Den letzten Gegenstand, den ich nicht brauche, kannst du auch haben. Silberbahn. Kann hier selber rein. So, auf in Unterwelt. Ja, wenn ich fertig bin. Gut, dann werd fertig. Werde ich dabei unsere Tür abbauen, ja. Brillant. Durchbohr. Dreimal? Seit wann halten die 3 Schläge aus? Komisch. Keine Ahnung. Naja. Oh, aber das wird gut. Haha. Mein Terrain eliminieren und meine Lautsprecher besser machen. Ja, das wäre nicht schlecht. Aha. Ich habe nur seine Beine getroffen und trotzdem zerfällt dann seine Bruchstücke. So, perfekt. Unnötiger Einsatz von Raketenstiefeln, check.
So, auf nach unten. Bist du fertig? Nein, ich bin noch nicht fertig. Guck gerade in den Kisten rum. Die Silberhelme erinnern mich an irgendwas, aber ich kann nicht genau sagen, woran. An irgendwas haben sie mich auch schon immer erinnert. Diese Déjà-vu-Silberhelme, nicht wahr? Ah, hier ist es. Wo hab ich die Dinsen hingetan? Die Dinger haben entschieden so wenig Treibstoff. In der Schattenrüstung ist dieser Flugeffekt richtig cool. Ja. So, noch das hier. Diese Zombies entsprechen nicht nur meinen Wünschen des Krieger. Das ist einfach zu lasch geworden. Vor allem mit meiner Rüstung, in der ich entschieden zu Paladin-mäßig und gut und nett aussehe. Aber naja, egal. Ich will mich ja nicht beschweren. Eben. Hui. In den Hinterkopf, ins Gesicht und nochmal ins Gesicht. Und dich gar nicht, verdammt. Ach, Mano. Oh, okay. Dann würde ich mal sagen... In die Unterwelt? Ja, hoppla, warte. Was so? Oh, die Dämonensensen, oder? Nein, hier, der ist für dich. Der Mana-Kristall zum Mana steigern? 160 Mana ist Maximum. Ja, ein bisschen wenig, aber man nimmt, was man hat, ne? Schön, jetzt könnte ich auch schon mal ein bisschen Dämonensensen zaubern. Wie viel braucht noch mal ein Buch der verderbten Flammen? Warte mal, ich guck mal. Das Dämonensensen braucht 14 Mana. Und das verfluchte Flammen auch 14. Hm. Gibst du mir die Sensen nicht und du bleibst für eine verfluchte Flammen? Jawohl, nee. Ich kann ja nicht einmal ganze zweimal. Was habe ich gerade? Ach, scheiße! Du kannst nicht zweimal. Du kannst gerade mal zweimal zaubern. Nicht mal das hintereinander. Ja. Da müsste ich ja 28 haben. Dein Mana brauchst du wahrscheinlich auch für deinen Spiegel. Anzunehmen. Da wird's praktischer sein. Oder bei anderen Mana-Waffen, die so Low-Mana brauchen. Warum sind schon wieder so viele Zombies in unserem Unterkeller? So nenne ich das Ding jetzt. I don't know. Dann so. Ja, komm, dann gehen wir einfach mal runter. Scheiß drauf. Stopp. Nein, was hab ich vergessen? Ich komme gleich nach, ich habe gerade eben was vergessen. Okay. Terraria-Melodie ist wirklich die perfekte Melodie, wenn man gerade in düstere Höhlen geht, um alles wegzumetzeln. Oh, wenn du meinst. Ja, genau. Das war sarkastisch. Na, wenn du meinst. Tja. Warte. Dieser Block hat mich schon immer gestört. Aha. Oh, die Spielermaus wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Ah. Verdammt. Komm her. Das darf schon nicht wahr sein. Jetzt aber. Na bitte. So. Wo bist du jetzt gleich? Ich bin immer noch ganz oben. Weil ich Gib zu, du hast Angst vom Dunkeln. Ach, jetzt mal. Ah, ich habe sein grausames Geheimnis gelüftet. Ah. Warum sind hier 6 Block Erde? Mysteriös. So, was kann ich denn hier unten machen? Vor allem. Weil ich kurz noch aufmunitionieren will. Aufmunitionieren. Kannst du auch ein paar Kugeln mitbringen? Ich brauche ja nicht so viel, aber... Ja, okay. Nur 20, 30. Was ist das denn für ein Geräusch? Das ist, wenn man ja, sehr schnell kauft. Ach ja, stimmt ja. Tut mir leid dafür, wenn man das jetzt hören muss, nicht aber... schlimm, das hört man ja auch, wenn ich sehr schnell kaufe, aber es klingt irgendwie bei mir selbst anders. Was auch daran liegt, dass es eben von mir selbst kommt und nicht über einen Lautsprecher. Ja. Aufgenommen wurde. Aha. Eine Harpune eine Fledermaus treffen. Eigentlich eine beachtliche Leistung. Boah, YouTube-Schleimis. So. Warte, der ist immer noch da. Ich hab mich schon gewundert. Ah, hier kann man die endlich mal richtig gut verwenden, die Stiefel. 990 Kugeln. 990? Ja. Das dürfte eine Weile reichen. Oh. Naja, bei meinem Schnellfeuergewehr, das ich aber jetzt wahrscheinlich unten in der Hölle nicht unbedingt so oft benutzen werde. Naja, warum nicht? Weil du jetzt die Dämonensensen hast? Ja. Gut. Dämonensensen gegen Dämonensensen. Epischer Kampf. Ist nur schade, dass die so eine lange
Dauer haben, also dass ja, die dass das dann brauchen, wenn man sie abfeuern kann. Ja, eine Weile rumstehen und aber sich ich sehe gerade, die Dämonen sind 2 mehr Schaden als meine verfluchten Flammen. Macht, überrascht dich das? Das ist mein High-Level-Zauber. Verfluchte Flammen auch. Aber das nicht Buch ganz kommt von so High-Level. Das Buch kommt von Tim und der High-Level-Zauberer. Ja, aber Tim ist anscheinend nicht ganz so High-Level wie die Unterwelt, scheinbar. Schon trotzdem. Ja, der klar ist ja nicht. Der ist nicht low-level, das ist schon klar. Aber er ist nicht ganz so high-level. LOL! Was ist lustig? Ich würde mitlachen. Ich komme gerade so ins Mario Land und da steht so ein untoter Bergmann vor mir. Und? Beziehungsweise unter mir. Mhm. Und ich komme runter, habe so verfluchte Flammen ausgerüstet und drück dem so eine Flamme genau oben auf den Helm drauf. LOL. Was passiert? Er stirbt, one hit, und ich krieg seinen Helm. Ha, nicht schlecht. Und das Skelett stirbt gerade und ich krieg gar nichts davon, weil es verbrennt. Von dem hier krieg ich was. Naja, du. Direkt, wenn man. Also, Harpune, wenn man direkt ordentlich geht, ist lustig. Wäre es eigentlich, wenn du mal der roten Partie beitrittst? Mein Gott, wie konnte ich das nur vergessen? Ja. Muss ich gleich Seppuku begehen. Mal wieder. Oh! Ach, die Truhe, in der wir, glaube ich, schon mal hatten. Ging's ja eigentlich weiter runter oder laufe ich gerade in der Sackgasse? Ich muss noch mal an die Oberfläche, mir ist ein Fail passiert, wie ich sehe. Aha, das ist doch eigentlich meine Aufgabe. Boah! Ja, ich habe keine Spitzhacke dabei. Das ist wirklich ein bisschen Fail. Obwohl eigentlich hätte ich auch. Boah! Mann, wo kam der denn her? Ein bisschen ist gut, ich habe gerade so die Sorge, dass meine Spitzhacke durch irgendwas verbuggt ist und nicht mehr da ist. Das wäre echt scheiße, nicht? Denn warum solltest du die abgelegt haben, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Ja, deswegen, ja. Und sie ist weg. Oh nee, die Dämonit-Spitzhacke. Ja. Gott, verdammte Scheiße. Naja, dann übernehme ich eben das Spitzhacken, weil ich ja so gern Spitzhacke. Ja, ich mach mir schnell noch eine Silberspitzhacke provisorisch. Naja, stimmt, aber mehr ist provisorisch wird ja echt nicht. Ja, kann ich ja immerhin kein Dämonit damit abbauen. Dann töte ich mal schnell alles, was hier noch so lebt. Halbwegs. Oh, Schleimami. Ich hab sie gesehen. Wusste ich's doch. Haben wir gerade Blutmond oder warum spawnt hier so viel Low-Level zu? Nein, haben wir nicht. Außerdem das war eine rhetorische Frage. Es ist Tag an der Oberfläche. Es ist Tag. Es ist eben Blut-Day, Mensch. Ja, genau. Ich mache am besten noch ein paar Fackeln eben für mich. Ja, wenn du ja keinen Bergsteigerhelm hast, warum gab es eigentlich nur einen davon? Ah nein, du kannst den eh nicht tragen, weil ich kann, du ja dein Helm. Ich kann auch kaufen, aber mein Hut aber ist du, ich halt. Aber hab ich ja gerade gesagt, dein Hut ist ja besser. Für dich jedenfalls. Ach so, kommt da gar nicht so rein. Lass mich schnell das Geld ablegen. Geld. Noch gekriegt hatte. Und runter. So, provisorische Silberspezial erreicht. Wow. Ich darf nicht immer die Blöcke weghacken, an denen ich hänge. Gesagt, ich muss mir genauer merken, an welchen Blöcken ich hänge. Sieht man ja eigentlich. Eigentlich ja, wenn man drauf achten würde. Und er verbrennt. Immer muss ich mich erstmal in die Lava tunken, das ist ärgerlich. Oh! Wie konnte ich die Smaragde übersehen? Du Fledermaus, hast dir nichts zu melden. So. Und da war's das auch schon. Ich höre einen Wurm. Ich sehe einen toten Wurm. Oh, die haben erstaunlich viel ausgehalten. Und das ist mein Grabstein. Konnte das Feuer nicht löschen. Ja. Hm. Ach nee, ich verzichte heute mal aufs Umschreiben. Ich bin irgendwie nicht in der Stimmung dafür. Oder hat mein Ego etwa nachgelassen? Der war gut, ne? Nein. Aber auf jeden Fall war das Szenario, das ich gerade geschildert habe, hochgradig unwahrscheinlich. Nein.